Moin Leute! Willkommen zum 8. Teambuilding schon. Boah, jetzt haben wir echt schon das 8. Danach kommen nur noch 4 Teambuildings, dann sind wir schon 11 Spieltage durch. Juhu! Wir spielen diese Woche gegen Benji. Der hat sich für unseren Spieltag Free Agents geholt. Die tatsächlich gar nicht mehr so schlecht sind gegen unser Team. Also von dem her hat er eigentlich theoretisch einen guten Job gemacht. Neu sind in seinem Kader Capoeira und Nidoking, aber wir gucken uns die beiden dann natürlich nochmal so weit wie möglich im Detail an. Genauso wie wir jetzt auch mal ganz schnell seinen Kader überfliegen wollen. Wir haben als G-Max Olangar. Ich weiß nicht, was ich von dem G-Max halten soll. Ich weiß nicht, ich finde das an sich relativ gut. Also ich finde es auch normal schon ein sehr strongest Ding, weil es halt einfach die Double Screens easy aufsetzen kann mit Strolch, Mogelhieb, hat gute Utility und es hat mit seiner Spezialattacken, wie heißt es, Seelenbruch, genau, senkt den Spezialangriff des Gegners um eine Stufe, ist eigentlich an sich nie schlecht, so, nimmt man immer gern mit. Es hat auch noch den Kniefalltrick als Unlichtattacke, die nie verfehlt, das ist immer 100% Accuracy, also sowas wie Sternschau. Ja, an sich ist das Ding relativ gut, solide, mehr als solide vor allem, wenn man es so sehen will. Es kann immer free so Paralysen verteilen oder sowas auch mit Donnerwelle und so Geschichten. Und wie gesagt, wenn wir die Screens aufsetzen, das sind auch immer noch so Sachen. Was es halt nicht gut kann, ist tanken. Also klar, es kann mit den Screens gut was aushalten. Aber problematisch ist dann natürlich, dass es eine sehr niedrige Verteidigung hat. Es hat einen guten Angriff, es teilt gut aus, aber es hat eine sehr niedrige Verteidigung. Dadurch kommt es ihm natürlich nochmal sehr zugute, dass es den Reflektor free aufsetzen kann immer. Genauso wie das Lichtschild. Und ja, ansonsten, so schnell ist das Ding nicht. Es ist nicht so tanky, aber es sollte sich irgendwie drumherum spielen lassen, denke ich. Im Tier 1 haben wir Kagoron, wo ich irgendwie ewig lang nicht gecheckt habe, dass das Ding auch einen Mund hat. Da sieht man es eh einigermaßen, aber ich habe echt lang gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Wieder so ein Stahlflug-Drecksvieh. Das Gute ist, das kann kein Roost. Es kann zwar Igelsamen, um sich ein bisschen zu heilen, aber da kann man aktiv dagegen arbeiten. Und Roost könnte man das halt nicht. Benji spielt sehr gerne Autotomie-Kagoron. Ich lasse mich hier gar nicht mindgamen, ob es wieder machen würde oder eben gerade diesmal nicht. Deswegen habe ich quasi mich so gepreppt, als wäre einfach beides da. Sagen wir es so. Ansonsten hat das Ding relativ gute Def, guten Angriff, guten Spätzangriff. Man kann es physisch oder speziell spielen. Und ja, ansonsten greift das Ding speziell. Also man sollte das Ding speziell angreifen. Es hält nämlich auf spezieller Seite nicht so viel aus wie auf physischer Seite. Trotzdem gut, aber nicht so viel. Aber es ist langsam. Was es mit Autotomie natürlich wieder wettmacht. Nun. Dann Volcanion im Tier 2 mit seiner einzigartigen Typ-Kombo Wasser-Feuer. Ich finde die Typ-Kombo so geil und ich habe mir so lange einen Mon gewünscht, dass es so eine Typ-Kombo hat. Ich hab actually sogar im Draft überlegt, Volcanion zu picken. Aber ja, das wurde mir dann weggepickt. Lul. Also hat sich's eh erledigt. Es ist nicht ganz so schnell. Die Spätz-Def lässt zu wünschen übrig. Ich glaube, die ist nur bei... Ist sie bei 90 oder 70? Ich glaube, wir wären dann eher bei 90. Das Ding ist overall mega strong, aber halt langsam. Aber Scarf tut dem gut. Es hat sehr gute Def, es hat sehr guten Spätzangriff, sehr guten Angriff. Und ich glaube, die HP waren auch voll in Ordnung, was das anbelangt. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Vor allem mit seinen Spezialangriffen noch. Dies hat Dampfschwall oder wie das hieß. Ist relativ strong. Spezieller Seite. Und dazu hat es noch den H2O Absorber. Also Wasserfeuer macht ja die Wasserresistance von Wasser weg, aber der H2O Absorber immunisiert das halt wieder komplett. Das heißt, das Ding hat als wirkliche Bedrohungen nur Bodenmons, die es mit Wasser wegmacht. Dann hat es Elektromons als Bedrohung und Gesteinmons, die es aber auch mit Wasser wegmacht. Also man sieht, ist schon gut. Gutes Typing eigentlich, wenn man so will. Da muss man immer aufpassen, was das anbelangt.
Okay. Tier 3 haben wir Volvorok, also Lycanroc Dusk, Zwielichtform. Ist die stärkste von allen, deshalb ist ja auch Tier 3. Also deshalb ist ja auch am weitesten oben von allen Volvorok-Formen. Mit seiner Fähigkeit ist es natürlich nochmal richtig strong. Wenn es Kontakt herstellt, dann ist der Move einfach mal 1,5-fach, also von 1,5-facher Stärke. Will man nicht unterschätzen, ist schon wirklich strong mit Life Orb zusammen. Boah, böllert das. Den Accelerock hat es auch noch drauf. Und ja, was soll man zu dem Ding großartig sagen? Es ist strong. Es ist wirklich strong und ich bin froh, dass ich einen Switchin habe, aber keinen unendlich oft einsetzbaren. Das ist das Problem. Aber gut, kommen wir zu Capoeira. Auch im Tier 3, das hat er sich neu reingeholt. Ich finde, das Ding ist relativ gut. Er hat sein altes Kampfmon abgeschmissen, Grandiras, und sich jetzt Capoeira reingeholt, was natürlich mit Bedroher oder Techniker beide sehr gute Fähigkeiten hat. Und wie man das spielt, ist sehr, ja, variabel. Spielst du das Full Attack, spielst du das Full Böllerei halt so, oder spielst du das komplett defensiv mit Bedroher, um komplett defensiv, um physische Angreifer zu checken. Es geht alles. Geht alles gut. So ist es nicht. Außerdem hat er sich jetzt neben Volcanion endlich mal noch jemanden besorgt, der Steine wegmachen kann, nämlich eben Capoeira. Das kann nämlich spinnen. Davor war Volcanion sein einziger Defogger und Volcanion spielt es normalerweise nicht mit Defog. Normalerweise. Ja, bin sehr gespannt auf Capoeira. Ich glaube auch, dass das schon einen Grund hatte, warum er das genommen hat. Ich glaube schon, dass der sich ein bisschen gepreppt hat auf den Fight gegen mich. Wobei Capoeira die kleinere Bedrohung von seinen Switches ist. Aber dazu kommen wir ja gleich erst. Im Tier 4 haben wir zwei Evolit-Nutzer, Zwirklub und Tangela. Zwirklub hatte ich selber in der UDT, mega geiles Mon. Richtig Tonki, richtig, ja, richtiger Abfuck. Muss man schauen, wie man damit dagegen klarkommt. Kann wirklich nervig sein. Ist aber langsam. As fuck. Volvorok ist übrigens ein schnellstes Mon im Kader mit 110er Init. Nur mal so nebenbei. Ja. Zwirklub, sehr langsam, kann viel, Utility und so Geschichten. Und ja, ansonsten muss man halt schauen, dass man dagegen irgendwie klarkommt. Dann haben wir noch im Tier 4 eben Tangela. Noch ein Evolit-Nutzer. Ich hatte ja Tangolos in der UDT. Und Tangolos habe ich auch lieben gelernt. Mega cooles Mon, mega geil. Habe ich sehr geliebt. Und Tangela wird, glaube ich, seiner Weiterentwicklung in nicht so viel nachstehen. Das Einzige, worin es ihm nachsteht, ist, dass es nicht so einen heftigen Angriff hat wie Tangolos. Und Tangela ist sogar noch ein bisschen schneller als Tangolos. Aber die Spätzle sackt halt immer noch. Sogar noch mehr als bei Tangolos. Aber der Evolit macht es quasi weg. Wieder wett. Also dadurch hat Tangela ohne Spezialverteidigungsinvestment mit Evolit kommt es auf 90. Das ist ganz gut. Also Base 40 und dann auf Level 50 halt immer 20 Punkte dazu rennen. 60 und mal 1,5 haben wir dann die 90, von denen ich gesprochen habe. Kann natürlich auch nerven mit Schlafpuder, Egelsamen und so Geschichten. Ja, muss man halt schauen, wie man da dagegen ankommt. Am besten mit speziellen Angreifern. Im Tier 5 haben wir Zwolok. Ist nochmal ein sehr spannendes Ding. Ich finde es immer sehr spannend. Zwolok, immer die Möglichkeit mit Schwertanz oder mit Watteschild hart zu boosten und dann mit Staffette alles weiterzugeben, ist gefährlich. Es kann auch einfach komplett physisch-defensiv gespielt werden mit Watteschild oder komplett speziell defensiv und dann Watteschild drücken und dann Body Press, let's go. Ist halt auch immer eine Möglichkeit, die man absolut nicht unterschätzen darf. Also das ist immer heftig. Ja, und ansonsten ist das Ding halt relativ flexibel, wie man das spielt. Bin ich gespannt, wie er es, falls er es mitnimmt, wie er es gegen mich spielen wird. Dann haben wir noch die Free Picks. Kommen wir dann gleich zum größten Problem im Kader, nämlich Nidoking. Nidoking hatte sich eben reingeholt jetzt diesen Spieltag gegen mich. Und ich dachte mir anfangs so, ja gut, Nidoking werde ich schon irgendwie wallen können. Mir ist aufgefallen, es geht gar nicht so leicht. Dadurch, dass Nidoking einfach die heftigste Coverage hat überhaupt. Denn man kann es physisch oder speziell spielen. Es hat Sheer Force. Man kann Life Orb ohne Probleme spielen. Ist es dann doch tatsächlich nochmal ein bisschen knackiger geworden, einen Switch für Nidoking zu finden. Ich habe jetzt ein bisschen was gefunden, so ist es nicht, aber es war nicht einfach, muss ich sagen. Es war wirklich nicht einfach. Die
Combo Giftboden ist halt blöd, wenn man Mons hat, die, ja, wie soll ich sagen, Boden maybe immunisieren, aber halt Gift schwächen oder zu viel Schaden kriegen von der Giftattacke. Und dann noch mit der Coverage Eisstrahl, Flammenwurf, Surfer, Donnerblitz, Fokusstoß und was auch immer da noch alles war. Ja, da hast du dann eigentlich nicht mehr wirklich viele Switch-Ins, was das anbelangt. Der Vorteil, den wir haben, ist natürlich, er kann nur 4 Moves davon spielen. Deswegen zuerst Moveset abchecken und dann schauen. Dasselbe gilt übrigens auch für Kagoron. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Je nachdem, ob Kagoron... Nice! Ob Kagoron physisch oder speziell gespielt wird, haben wir andere Switch-Ins. Da gilt auch zuerst das Setup checken und dann gucken. Okay, dann haben wir Galalamos, der quasi Bruder von meinem Galalashoking. Ist aber leider nicht so gut wie Galalashoking. Ja, Galalamos hat einen guten Angriff, einen guten Spitzangriff, aber die Defensive bei ihm ist tatsächlich die schwächste von allen Fleckmon-Weiterentwicklungen. Also auch die normalen Formen Lamus und Lashoking sind dem überlegen, was die Defensive anbelangt. Mit Muschelwaffe kann Lamus mit seiner Spezialattacke quasi natürlich trotzdem gut böllern, weil es ist speziell, aber geht auf die schwächere Verteidigung. Das heißt, man kann sich dagegen nicht mehr wirklich viel preppen. Außer man spielt einen Stahlmond, lol. Aber ja, alles in allem muss man da halt gucken, wie man da am besten klarkommt. Es hat dieselben Schwächen wie unser Lashoking, also Boden und Lichtgeist. Und kann auch ungefähr dasselbe. Also da können wir auf jeden Fall schauen, dass wir, ja, dass wir da Switch-Ins finden. Und ich glaube, ich habe ein bisschen was gefunden, bin mir aber nicht sicher, wie gut sie sind. Das wird auf Set drauf ankommen. Dann haben wir Magneton. Das ist der dritte Evolit-Nutzer, also potenzielle Evolit-Nutzer. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht alle drei mitnehmen. Das ist schon mal gut. Kann man beim Teambuilding ein bisschen beachten. Ja, Magneton ist relativ strong. Hat halt die vierfache Bodenschwäche, aber macht er mit seiner Team-Kombo an sich ja hin und wieder mal wett. So ist nicht. Und auch sonst ist Magneton böllert ganz gut dafür, dass es ein nicht voll entwickeltes Mon ist. Und die Defensive von ihm ist auch gut. Also Magneton darf man nicht unterschätzen. Ist wirklich ein gutes Mon, finde ich. Wirklich, wirklich gut. Die Elektro-Stahl-Kombo mag ich auch irgendwie sehr gerne. Die Resisted Feel, das ist meiner Meinung nach echt nice. Gut, damit wir fertig werden, kommen wir jetzt schnell zu Motineva noch. Das ist ein bisschen ein spannendes Ding. Physische Attacken böllern es aus dem Leben. Spezielle Attacken, ja, da musst du aufpassen. Also, ein Quiver Dance aufgesetzt und du machst dem Ding eigentlich schon keinen Schaden mehr auf spezieller Seite. Vor allem mit seiner Fähigkeit Eisflügelstaub, wenn die so heißt. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, sie hieß so. Da musste die sorgt ja dafür, dass es nur halben Schaden durch spezielle Attacken bekommt. Das heißt, eine vierfache effektive Attacke wird nur normal sehr effektiv und eine sehr effektive Attacke wird eigentlich schon normal effektiv. Das ist halt die Sache. Und deshalb muss man physisch angreifen. Es muss sein, du hast sonst keine Chance gegen das Ding. Es wird sonst einfach nur Cancer. Deswegen, ja, werden wir schauen, wie wir daran vorbeikommen, falls es mitkommt. Es ist aber auch nicht so schnell. Und das muss man bei Benjis Kader allgemein sagen. Er ist absolut lahmarschig. Er hat Lycanroc mit 110er Speed. Und dann kommt ewig lang nichts. Und dann kommt Nidoking mit 85. Also wir haben eine 25er Speedlücke im quasi dem wichtigsten Bereich, wo man keine Speedlücke haben sollte. Ja, ist schwierig, was das anbelangt. Bin gespannt, wie er drumherum spielt. Ich habe es natürlich ein bisschen ausgenutzt, ne? Mit den Speedlücken, also mit der riesen Speedlücke. Ich gehe halt deshalb, gehe ich safe von dem Scarfer aus, sowas wie Volcanion oder Nidoking. Kann man gut scarfen, immer. Wenn Nidoking Scarf ist, wäre mir das sogar lieb, weil dann macht es nicht so viel Schaden, weil es kein Life-Up hat. Und wenn Volcanion Scarf ist, ja, dann, ja gut. Das würde ich nicht so feiern, aber dann kannst du wenigstens den Move nicht mehr switchen. Und ja, was das anbelangt. Würde ich sagen, habe ich mir auch zunutze gemacht, dass Benji relativ viele Feuerschwächen im Team hat. Er hat Magneton, er hat Motineva, er hat Tangela, er hat Kagoron
Und man darf Zwolog nicht vergessen, falls er Fluffy drauf spielt, also falls er die Flauschigkeit spielt. Weil er dann doppelten Schaden durch Feuerattacken bekommt. Das darf man nicht vergessen. Außerdem hat Benji noch eine nicht so schlechte Bodenschwäche mit Nidoking, Galalamus, Magneton und Wolverock und Volcanion. Also das heißt, Erdbeben-Switchings sind begrenzt, was das anbelangt. Kagoron ist der Beste, danach kommt Motineva und Tangela natürlich. Tangela eher als Motineva, logischerweise. Gut, schauen wir mal, wie ich jetzt mich auf dieses Team gepreppt habe. Ich habe gefühlt ewig gebraucht. Okay, als erstes haben wir Pampros und ich musste die Lasagne einfach mitnehmen, weil das ist mein einziger Lycan, also mein einziger Wolverock-Switch-In. Und deswegen muss ich den auch mitnehmen, weil Pampros das einzige Mon ist, das halbwegs was von Wolverock tankt. Sonst habe ich nämlich ein kleines Problem und ja, ich musste es mitnehmen, ganz einfach. Wir spielen Lefties, ich glaube, ich habe es noch nie ohne Lefties gespielt, aber Lefties brauche ich einfach jetzt auch in der Teamcomp, die ich zusammengebaut habe, brauche ich die Lefties auf Pampros. Fertig. Ist mir scheißegal, von wegen, ich spiele immer das gleiche Item auf dem, es muss sein. So, wir spielen Full KP, wir spielen 156 in der Defensive mit Defensivwesen, also Impisch, und noch die restlichen 100 in der speziellen Defensive. Warum nicht Full Defensiv, weil es nicht braucht. Mit 156 plus in der Defensive überleben wir locker 2 Close Combats von Lycanroc und durch unsere Fähigkeit können wir sogar 3 überleben. Da kommt es auf die Rolls an, aber er bräuchte immer High Roll, damit wir ein 3-Hit-KO sind. Deswegen, ich gehe mal nicht davon aus. Das ist auf jeden Fall das Investment. Ansonsten tanken wir auch noch gut gegen ein physisches Kagoron. Gegen Zwolog sollten wir auch immer tanken können. Gegen Nidoking, ein physisches, können wir tanken, je nachdem, was er für ein Moveset spielt. Das ist wieder so eine Sache. Gegen ein Magneton tanken wir so nicht ganz so schlecht, aber da habe ich einen anderen Switch-In. Und ansonsten Capoeira sollte uns eigentlich auch nicht viel können. Gut, Attacken sind richtig Standard. Wir haben Erdbeben, wir haben die Tarnsteine, die sind Pflicht. Das Katapult und das Toxin. Toxin ist super gegen Zwirklub, super gegen Zwolog, gegen Tangela, gegen was noch? Gegen Motineva, falls es sich aufsetzen will, auch immer gut. Gegen Grimmsnarl, also Olangar, auch immer nice. Volcanion nehme ich auch. Ich nehme das Toxin auf jedem Mon, auf dem es möglich ist. Natürlich ist es gegen Nidoking, Kagoron, Magneton und Lamus nicht gut, aber in die würde er nicht so gern reingehen, sobald er gesehen hat, dass ich Katapult habe und Erdbeben. Das ist so, ja, Katapult natürlich wieder gegen dieses dreckige Stahlflugding. Weil wenn ich einmal Katapult rausbekommen habe, kann ich Free Erdbeben drücken und er kein Switch hin mehr. Das ist nice. Und Tarnsteine sind Pflicht, weil er hat nur den Spinner auf Capoeira und den Defog auf Volcanion. Das heißt, wenn er beide nicht dabei hat, RIP. Wenn er nur Volcanion dabei hat, würde ich auch sagen RIP, weil ich glaube nicht, dass er Defog auf Volcanion spielt, hat er noch nie gemacht. Kann er jetzt natürlich machen, aber dann müsste er auch Boots spielen, damit es sich lohnt. Und das würde Volcanion schon ein bisschen abschwächen, meiner Meinung nach. Nextmon, Pizza im Ofen ist Pflicht. Wir haben wieder einen Stahlflugmon gegen uns, wir brauchen die Pizza. Wir müssen irgendwie an diesem Drecksding vorbeikommen, auch wenn es nicht so tanky ist wie Kramor und Panzer Eron. Das ist auf jeden Fall schon mal das Gute dran. Es ist alles fein, was das anbelangt. Auch mit den Lefties, weil hier fahre ich mal eine neue Taktik. Ich habe mir gedacht, ich versuche mal was Neues. Wir spielen Full KP. Wir spielen 84 in der Defensive mit defensiven Wesen. Wir spielen 4 im Spezangriff, 20 in der speziellen Defensive und 148 im Speed. 148 im Speed, um safe Kagoron zu outspeeden. Sollte nämlich eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dazu da sein, dass wir auch... Wir sind dann auf 125 Speed, genau, und das outspeedet ein Kagoron immer. Ja, eigentlich immer. Dann passt es nämlich. Gut, das ist einmal das. Und ansonsten, in der Defensive überleben wir dann ganz gut eine Steinkante von Kagoron, weil das Ding hat auch Coverage ohne Ende. Ich weiß nicht, warum alles Coverage hat, aber es hat alles Coverage. Und ansonsten überleben wir auch noch sehr gut Sachen von Olangar. Oder von
Was überlegen wir noch? Gut, ich glaube, ein physisches Nidoking wäre auch nicht. Ja, gut, kann die Gesteinsattacken dann, klar. Kommt natürlich eben dann drauf an, was er für Nidoking spielt. Das ist sehr wichtig herauszufinden. Okay, Moveset ist mal was ganz anderes als sonst. Wir haben Hitzekoller, okay, das ist wie immer. Ränkeschmied, Delegator und Ladungsstoß. Mir ist nämlich aufgefallen beim Teambuilding, basically hat er eigentlich keinen Switch in den Rotom Heat. So, wenn wir den Sub plus Nasty Plot aufbekommen, dann hat er ein richtiges Problem. Weil eigentlich, wie gesagt, er hat eigentlich keinen Switch in Rotom Heat. Er hat kein Mon, das Feuer und Elektro resistet. Hat er nicht. Hat er einfach nicht. Selbst so Mons wie ein Volvarok werden von dem plus 2 Ladungsstoß gut geböllert. Ein Volcanion kommt da auch nicht so gern rein, wenn ich halbwegs Speed Investment habe, muss der entweder Full Speed sein. Und One-Hit nimmt der mich, glaube ich, auch nicht raus mit meinem Investment. Ein Magneton kommt da nicht gern rein. Ein Lamus resistet nichts von beidem. Also ob der da gern reinkommt, I don't know. Wenn ich noch die Para bekomme mit dem Ladungsstoß, nehme ich sie auch mit. Zwirklop wird wahrscheinlich am ehesten gern reinkommen. Aber Zwirklop ist basically so, wir drücken Delegator und wenn er keinen Nachtnebel drückt, dann können wir free setupen, immer. Und das ist geil. Ansonsten überleben wir, ja gut, okay, hier sehe ich es nicht, weil Level 100 und nicht Level 50, aber wir sollten dann drei Nachtnebel schon überleben, glaube ich. Müsste. Okay. Schauen wir mal, was wir mit Rotom hier so anstellen können. Ich hoffe viel. Ach, und wegen Zap dann natürlich die Lefties. Wir spielen den King wieder mal. Lasho King ist einfach ein geiler Boy. Und vielleicht kommt ja Lamus mit. Dann können wir Lasho King versus Lamus spielen. Wir haben die AV dabei. Wir brauchen das. Wir haben sonst keinen Switch in den Volcanion. Ja. Das ist auch so die Sache. Ich musste mir einen Switch für Volcanion einfallen lassen. Und das ist in dem Fall dann halt leider Lasho King geworden. Mit der AV. Ich muss es leider bisschen misshandeln damit, aber ist glaube ich nicht so schlimm. Wir spielen Full KP 132 mit Spezialverteidigungswesen, in der Spezialverteidigung halt, und die restlichen 124 im Spezialangriff. Natürlich Belebekraft und ja, das reicht, damit wir ein bisschen was von Volcanion tanken können. Plus Belebekraft, natürlich. Wir haben Psychokinese, Juwelenkraft, Flammenwurf und Spukball. Wir haben keine Giftattacke dabei, weil die braucht's nicht. Klar, gegen Olangar, aber gegen Olangar haben wir andere Sachen und ansonsten hat er keine Giftschwäche. Doch, Tangela, aber da haben wir den Flammenwurf auch dabei. Ist auch ganz gut und das tankt auf der speziellen Seite sowieso nichts. Flammenwurf ist natürlich halt gut gegen sein Team einfach. Ich habe vorhin die Feuerschwächen aufgezählt. Die Juwelenkraft ist eben gegen Volcanion. Ich habe mich dazu entschieden, das zu spielen, damit ich was gegen Volcanion habe. Psychokinese ist einfach immer gut, auch gegen Capoeira natürlich. Und ansonsten gegen Galalamus nehmen wir auch immer mit, aber da können wir auch Spukball drücken und Psychic One-Hit auch Nidoking. Ist auch gut. Das soll gegen Volcanion bitte tanken. Mehr soll es gar nicht machen, einfach nur tanken. Es ist schwierig. Next one. Wir haben den Frechdachs wieder mal dabei. Es hat ewig gedauert, aber nun ist er back im Business. Mit dem Scarf. Diesmal spiele ich mal was anderes und wie diese Taktik dann noch aufgehen wird, das seht, also ob sie aufgehen wird, sehen wir dann, aber was ich geplant habe, seht ihr dann gleich mal. Also erstmal Scarf und wir spielen den Siegeswille, wir spielen nicht Guts. Es ist die Möglichkeit da, dass wir eine Statusveränderung bekommen, vor allem wenn wir aggressiv in Zwirklop reinswitchen, das ist mir bewusst. Aber wir werden sehen. Wir sind Full Attack. Aber wir müssen wieder Jolly spielen, weil leider Nidoking trotzdem uns sonst outspeeden kann. Und das wollen wir nicht. Die Init ist mit 180 und Speedwesen geboostet. Wir outspeeden damit ein Nidoking. Ja, ich weiß, wir sind Scarf, aber wir wollen natürlich auch ein potenziell gescarftes Nidoking outspeeden. Wir outspeeden mit dem Investment alles aus Benjis Team, außer ein gescarftes Volvarok. Und wer spielt Scarf Volvarok? Also kann er schon machen, aber ich glaub's jetzt mal nicht. Kaguron auf plus 2 outspeeden wir damit nicht. Oder? Outspeeden wir damit einen Kaguron auf plus 2, wenn er Full Speed spielt? Die Sache ist natürlich, dass wir, also Kaguron hat 124 Max. 151 mit Scarf ist plus 75. Wir outspeeden das, ne? Outspeeden wir das?
Outspeeden wir das? Ich weiß es gerade nicht, aber ihr wollt natürlich wissen, ob wir es outspeeden oder nicht, aber währenddessen gehe ich hier mal weiter, während ich hier alles eingebe. Ja, natürlich ist es so eine Sache, wenn wir kein Guts und Flame Orb spielen, aber alles in allem bin ich mit dem Set, das ich jetzt gebaut habe, sehr zufrieden. Warum, werdet ihr dann gleich noch sehen. Er kommt maximal auf Init von 124 und auf plus 2 wäre das 248. Wir outspeeden es nicht. So, das wollte ich eigentlich wissen. Genau, wir kommen nur auf 226. Wir outspeeden es nicht, aber wir sollten uns im Normalfall auch nicht one-hitten können. Außer mit einer Kampfattacke, lol. Ja, Siegeswille, warum Siegeswille und nicht Guts? Warum nicht unsere Flame-Up-Guts-Kombo? Natürlich, es hat stark davon abgehängt, dass ich kein... Ihr seht es dann im weiteren Verlauf des Teambuildings. Ich habe keinen Heal dabei. Deswegen kann ich mir nicht erlauben, dass Barrikadex langsam aber sicher dahin krepiert. Siegeswille ist nice. Warum? Weil wenn Capoeira als Switch-In für den Frechdax reinkommt, gibt es den Boost, wenn er Bedroher hat. Und ich kann mir vorstellen, dass quasi Capoeira sein Switch-In gegen mein Barrikadex ist. Dass er sich das deshalb geholt hat. Weil ich sonst mit Barrikadex durch sein gesamtes Team durchgehe. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er wirklich Capoeira als Switching gegen Barrikadex geholt hat. Deshalb spielen wir Siegeswille. Weil wenn er Bedroher hat, den er wahrscheinlich haben wird, wenn das der Switching sein soll, dann kriegen wir einen plus 1 Boost und böllern ein bisschen. Also dann machen wir wenigstens Schaden, wisst ihr? Es ist gut. So, jetzt kommt aber noch der interessante Teil dieses Sets, nämlich das Moveset. Wir spielen Protzer, Abschlag, Wechseldich und Fassade. Jetzt wahrscheinlich so, Protzer, du bist gescarft, du bist ja mega dumm. Ja, nee. Ich hätte gern den Scarf auf irgendeinem Drecksmon. Keine Ahnung, auf irgendeinem Mon, voll verrockt. Auf irgendeinem Mon, sobald ich den Scarf aber selber nicht mehr brauche. Und wann das sein wird, kommt dann auch noch. Also die Combo ist relativ kompliziert. Halt nicht wirklich kompliziert, aber sie baut sehr aufeinander auf. Ich hätte gern den Frechdax, dass er den Scarf weggibt, sobald wir ihn nicht mehr brauchen. Und das ist dann der Fall, wenn quasi die potenziellen Scarfer weg sind. Oder Wolverock tot ist. Dann können wir den Scarf gemütlich abgeben. Wir können den auch noch gemütlich abgeben, wenn wir dadurch einem Evolit-Nutzer den Evoliten wegnehmen. Ist mir auch recht. Lefties wären absolut King auf Barrikadex, das wäre supi. Aber sobald der Scarf weg ist, können wir protzen. Wir können protzen ohne Ende und kriegen Boosts. Boost, Boost, Boost. Das ist geil. Und deshalb wollen wir das probieren. Sollten wir verbrannt oder paralysiert werden und wir haben keinen Guts dabei, habe ich trotzdem die Fassade. Darum ging es mir. Ich habe trotzdem die Fassade ins Moveset gepackt, damit wir die Möglichkeit haben, trotzdem noch Schaden zu drücken. Nicht mehr gegen Zwirklop, wir können trotzdem noch knocken, aber wir können uns gegen Zwirklop auch super mit Protzer aufsetzen, sobald der Scarf weg ist von uns. Und einen Zwirklop mit Scarf verkrüppeln ist, glaube ich, auch immer geil. Okay, oder Tangela. Gut, das ist einmal das. Die Fortsetzung kommt dann gleich. Wir haben noch Lapras dabei. Nochmal die Offensivweste. Ich habe einfach gestruggelt mit einem Switching gegen fucking Nidoking. Und hier ist er. Anders geht's nicht. Ich musste Lapras mit der Offensivweste spielen, sonst tankt mir kein Mon in meinem gesamten Kader dieses Nidoking. Das ist problematisch. Also Offensivweste. Investment ist Full HP, 12 in der Defensive, 44 plus, also 44 im Spätz-Attack mit Spätz-Attack-Wesen, 196 in der Spätz-Def, so tanken wir immer zwei Hits von Nidoking und er will eigentlich nicht drinbleiben bei uns, bei Lapras, und 4 im Speed, einfach damit wir halt, keine Ahnung, irgendwas ausbiegen können, das auch 60 hat. Tangela zum Beispiel, wäre ganz praktisch. Okay, das ist das. Moveset ist dann Surfer, Eisstrahl, Donnerblitz und Eisenschädel. Ja, ein bisschen physisches Heckmeck ist auch dabei. Ich weiß, wir spielen das Minus-Angriffswesen. Trotzdem ist der Eisenschädel gut. Okay? Der Eisenschädel ist gut gegen Grimmsnarl und gut gegen Motineva und macht auch mit Minus-Angriffswesen seinen Job. Ne? Er sorgt annähernd für einen Two-Hit und das reicht mir. Wenn Steine liegen, noch besser. Surfer ist klar, Eisstrahl. Eisstrahl spiele ich diesmal keinen Gefriertrockner. Warum nicht? Weil sein einziges Wassermon, wo der Gefriertrockner ansatzweise was bringen würde, wäre Volcanion. Da bringt der aber nichts, weil da soll gar ein Gefriertrockner quasi
normal effektiv ist nur. Bringt ja nichts. Deswegen Donnerblitz stattdessen. Bringt's. Ist auch gut gegen Kagoron. Hä? Damit wir ein bisschen Coverage haben gegen Philemons. Und ja, Eisstrahl ist auch stärker als Gefriertrocknen, ist auch noch gut. Essential habe ich erklärt. Das ist Lapras. Lapras soll tanken. Lapras soll richtig tanken, Alter. Auf spezieller Seite. Das können wir mit dem Veil dann auch noch richtig gut aufsetzen. Und wir werden sehen, ob Lapras das tankt, was es tanken soll. Gut, next one. Sichlor ist wieder mit am Start. Na, Sichlor. Mit dem Evoliten. Und jetzt kommt die Fortsetzung vom Barrikadax-Set. Teil 2. Das Sichlor-Set baut nämlich auf das Barrikadax-Set auf. Wir spielen, das ist das Geile. Ich wollte mir Banshees Speedlücke zunutze machen und dachte mir, okay, Sichlor outspeedet alles außer Volvarok. Und Volvarok drückt sowieso immer den Turbofelden. Also scheiß mal drauf. Deswegen spielen wir jetzt einfach Sichlor als mittendrin, weil das outspeedet auch alles außer Scarfer und Lycanroc, wie gesagt. Und wir müssen es nicht mal so hart Speed creepen. Wir haben 204 im Speed drin, damit outspeeden wir alles, das nicht gescarft ist. Also einfach. Full KP für Tonkiness. Und mit dem Evoliten kommen wir mit unserer Base Death und Spätz Death von 80 auf 100 normal und mit Evolit auf 150. Es ist gut. Es ist wirklich nice an sich. Wir haben 150er Death, 150er Spätz Death, sehr viel KP. Und Angriff ist auch nicht schlecht, weil der ist immerhin auch bei Base 110. Und da haben wir auch noch 52 mit Adamantwesen drin. Ist gut. Ist alles gut. Hexaplager, weil wir keinen Move haben, der Techniker ausnutzt. Leider. Wir spielen Kehrtwende, Abschlag, Staffette und Schwerttanz. Bekomme ich es hin, dass wir einen Schwerttanz auf Barrikadax passen können, haben wir also ein Mon, das potenziell schneller ist als jedes Mon in Banshees Kader auf plus 2. Nehme ich. Wenn wir das hinbekommen, ja, dann ist geil. Dann ist richtig geil. Dann kann Barrikadax wirklich sehr schön Weihnachten feiern. Also ich hoffe, dass das Ding dann viel macht und dass wir da auf jeden Fall was machen können, dass Sichlor uns nicht enttäuscht und dass es diesmal wenigstens zum Einsatz kommt. Wir hatten es nämlich noch nie draußen. Okay, ihr seht schon, ich habe basically nichts, wirklich nichts gegen irgendwelche Steine dabei. Wenn er Steine legt, haben wir quasi verloren. Das gleiche gilt aber für ihn, wenn er bestimmte Mons nicht mit hat. Und ich habe potenzielle Defogger dabei. Und werde ihn die Steine einfach nicht legen lassen, weil sein einziger Rocksetter ist, soweit ich jetzt weiß, ist es Volvarok. Und Volvarok werden wir einfach nie reinkommen lassen, sodass das Free Steine legen kann. So, egal wie schlecht es aussieht, ich werde immer dann dafür Chip Damage auf Volvarok machen, damit der die Steine nicht free legen kann. Das ist so eine Sache. Sogar wenn Sichlor drin ist und Volvarok kommt rein, dann dürfen wir nicht rausgehen. Wir müssen, wenn, dann müssen wir entweder Knockoff oder U-Turn drücken, damit er die Steine nicht for free rausbekommt. Das darf nicht sein. Und wenn wir dann Sichlor verlieren, ja gut, ich weiß nicht, ob ich halt das wirklich so riskieren will. Direkt Turn 1, aber es ist schwierig. Das war wirklich, ist wirklich dann schwierig, wenn die Steine draußen sind. Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Banshee spielt ja generell nicht so viel mit Hazards, habe ich zumindest bisher gesehen. Und ja. Wir schauen mal, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt ungefähr nachvollzogen, was ich hier geplant habe. Ich habe ewig gebraucht fürs Teambuilding, vor allem fürs letzte Mon. Sichlor war tatsächlich nur so der, komm jetzt noch rein und schaut, dass Barrikadax ein bisschen besser wird. Ja. Das war so quasi der Play. Und ja, wir gucken mal, wie das ausgeht. Schaut morgen vorbei. Macht's gut. Schönen Tag noch und bis Tänzen, sagt er, sim Tänzen.